Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Boss, wenn Sie hier konstatieren, dass Sie nicht zündeln wollen, dann weiß ich nicht, Sie haben die Lunte doch schon längst jetzt als Opposition zu diesem Thema angesteckt. Und das wollte ich gerade in Erinnerung bringen und sich damit teilweise davon distanzieren, was wir in der Großen Koalition noch gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Das muss natürlich in einer gewissen Konsistenz stehen und man darf Sie durchaus daran erinnern, was wir erfolgreich gemeinsam auf den Weg gebracht haben, vom Finanzmarktstabilisierungsgesetz, Ergänzungsgesetz und Fortentwicklungsgesetz als ein Rahmen eben auch auf die Finanzkrise für die Institute und damit zum Erhalt auch unserer sozialen Marktwirtschaft in Deutschland überhaupt reagieren zu können. Und das bringt nichts, wenn Sie jetzt in diesem forschen Stil Dinge interpretieren, die die Kanzlerin heute Morgen in der Regierungserklärung als auch mit ihrem Verhalten auf den Gipfeln nicht gemacht hat. Wenn ich noch mal zitieren darf, was der Europäische Rat beschlossen hat, nämlich fordert den IWF auf, bei seiner Überprüfung die gesamte Bandbreite von Optionen, einschließlich Versicherungsprämien, Abwicklungsfonds, Vereinbarungen und bedingtes Kapital, als auch einer globalen Steuer auf Finanztransaktionen in Betracht zu ziehen. Zitat Ende. Also mehrere Optionen und nicht, was Sie hier unterstellen, als wäre das schon das Bekenntnis für die Finanztransaktionssteuer. Das müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen, sondern es ist eine von vielen Möglichkeiten. So. Aber wenn Sie das gemeinsam machen will, müssen Sie doch im Grunde alle Optionen offen halten. Und die Beauftragung an den IWF ist gegeben. Vergleichbares ist auch in Pittsburgh beschlossen worden. Und jetzt warten wir doch mal ab, was im Grunde der IWF feststellen wird. Nämlich man kann doch nicht für ein System sich dann entscheiden, wenn Sie nicht auch überblicken können durch weltweite Erhebung, wie die Wirksamkeit solcher Maßnahmen ist. Und wir sind ja auch bereit, und das ist immer unsere Forderung gewesen, dass wir auch Teile des Finanzsektors, der uns in die Krise geführt hat, auch an den Kosten zu beteiligen. Nur muss es dann auch ein wirksames Instrumentarium sein und nicht nur vollmundige Erklärungen, wo Sie im Grunde nichts mehr erreichen. Und ich hätte erwartet, Herr Kollege Boss, dass Sie auch etwas dazu gesagt haben, dass in Ihrem Programm da im Grunde drin steht, dass Sie als nationaler Alleingang eine Börsenumsatzsteuer für Finanzprodukte an der Börse wollen. Das ist ein einseitiger Vorgang, der dazu führen wird, dass sich diese Umsätze am deutschen Finanzmarkt verlagern werden zu anderen Bereichen von den Auswirkungen aus. Da hätte ich mal erwartet, dass Sie dazu Stellung bezogen haben, wenn Sie hier solche Alleingänge im Grunde machen wollen, die nur im Grunde die sozialdemokratische Seele vielleicht befriedigen, aber nicht der Problemlösung im Grunde Rechnung tragen. Und dem wollen wir uns widmen. Und von daher ist auch eine mögliche Finanztransaktionssteuer, wenn man es von der theoretischen Lage her sieht, durchaus ein Instrumentarium von der theoretischen Ansatz her, diese spekulativen Umsätze teilweise zu erschweren, wenn ich sie durch zusätzliche Kosten belege. Das ist die Theorie. Das ist die Theorie. Die Frage ist, trägt dann auch der Finanzsektor diese Kosten oder wird das nur wiederum überwälzt? Und der Anleger, der Kunde, der Investmentsparer, der Riester-Sparer bezahlt dann die ganze Chose. Und der Finanzsektor, den wir an sich beteiligen wollten, ist dann wiederum außen vor. Wenn das sozialdemokratische Politik ist, also herzlichen Glückwunsch zu diesen Vorgaben. Wir müssen die Wirksamkeit sehen. Und es hilft auch nicht, im Endeffekt, wenn nur Europa das beschließt, auf europäischer Ebene, sondern es muss weltweit gelten, wenn es überhaupt vom Ansatz her eine Wirksamkeit haben soll. Und dann muss man auch noch fragen, was beziehen wir im Grunde an die Bemessung für diese Umsätze ein? Nur die Börsenumsätze oder auch die nicht-börslichen, also Under-the-Counter-Geschäfte? So, und wie wollen Sie die im Grunde erfassen, dass dann auch die jeweilige Branche diese Kosten dann selber trägt und nicht wiederum überwälzt. Also ein breites Spektrum, Kollege Boss, und da ist mit Schnellschüssen nicht gedient, sondern die Kanzlerin steht hier zur Verantwortung auch, was europäisch beschlossen wird. Davon ist das eine von vielen Optionen,
und beschreiten Sie doch gemeinsam, was wir ja schon angefangen haben, doch den Weg mit, dass wir uns um Regulierung von Märkten und Produkten auch weltweit kümmern und das Zeitfenster, was noch offen ist, dann noch nutzen. Da ist die Aufsicht gefragt, da sind manche Finanzprodukte befragt. Das ist der wirksamere Weg, kurzfristig zu Erfolgen zu kommen. Und wir müssen dieses Zeitfenster nutzen, sonst geht das wiederum so weiter, wie es teilweise im angelsächsischen Bereich schon wiederum praktiziert wird, wo man annehmen muss, dass sie nichts daraus gelernt haben. Und wir sind bereit, verantwortungsvoll einen Weg unter vielen Optionen zu gehen. Vielen Dank. Nächste.